Stimmt. Wir sind hierher, haben ja alles geholt und. Ich glaube, ich brauchte sonst nichts weiter, ne? Sonst brauchte ich, glaube ich, gerade gar nicht. Außer irgendein System, was für mich automatisch sortiert. Darüber wäre ich sehr dankbar. Genau, da haben wir den Toten. Sieht der hier irgendwas liegen? Ja, auch nicht. Ich bin aber kein Mitarbeiter. Auf jeden Fall nicht von der Umbrella Corp. Also ich habe so das dumpfe Gefühl, dass der noch aufstehen wird. Jetzt gucken. Nee, wir gehen erstmal da lang. Weißt du, dass du zucken wirst? Ich weiß es einfach. Ja, er sieht danach aus. Er wird zucken. Oh. Eine Schrotladung in den Arsch gedrückt. Der kackt definitiv jetzt bleiben. So, jetzt gibt's wieder was zum Vorlesen. Mein Schatz, bist du soweit? Oh Mann, die stellt mir jetzt schon einen vor. Die Bezahlung war üppig, die Zusatzleistungen gut und am wichtigsten versprachen mir, dass ich einen Beitrag zur modernsten Medizin. Ein Universitätslehrer aus Nürnberg, das ist eine unglaubliche Chance. Wie ein Gewinn im Lotto, also nahm ich an. Ich überzeugte meine Familie. Und im Nachhinein weiß man, Labor ist die Hölle von Monster. Arische Experiment. Menschliches Leben Weise wie möglich zu nehmen. Geld muss davon erfahren. Aber jedes Mal, wenn ich mir genug Mut ansammle, um Alarm zu schlagen, muss ich an Penny und Cassie denken. Ich bin dann sofort kalte Füße. Alisea, gerade schön, dass sie da aussetzt, oder? Kann ich mir gerade nicht so ganz sehen, aber einfach mal weiterlesen. Umbrella hat diese Stadt in der Tasche. Gab da diesen Typen, den ihr Firmengeheimnisse nach außen schmuggelt. Haben ihn regelrecht an die Betas verfüttert. Verfüttert? Ich habe alles mit angesehen. Ich habe meine Frau und Tochter damit reingezogen. Ich muss nur meinen Job machen. Nur machen, was sie mir sagen. Ihretwillen. Aber dies soll ein Beleg dafür sein, dass ich ein Gewissen habe. Dass ich meine Lektion gelernt habe. Eben gerade konnte ich sehen, hat es schon wieder tatsächlich. Also ich habe das Gate jetzt noch weiter geöffnet, damit es dich besser hört. Keine Ahnung. Wird dann wirklich Zeit führen, ja. Der andere ist noch nie aufgestanden, sehr schön. Ja, Flintenmuni. Ah. Habe ich nicht gesagt, er wird noch aufstehen? Ich wollte nur sicher gehen. Ich wollte Betsy testen. Wobei, Schrot in den Arsch, da denke ich irgendwie immer so an Crank. Wo er Betsy dem Typen in den Arsch jagt. Ah. Dass man da nicht so reinklettern kann, ne? Also das ist, naja. Wirklich sieht anders aus, wenn man stirbt. Ich hasse das, dass die dann immer noch wieder aufstehen, ey. Trotz, dass die Schrot abgekriegt haben. Na, Zombie, kommst du hinterher? Oder? Hm, hau dich. Oh, diesen Stellen immer nicht, wenn du so ein Zombie so lang gehen musst. Das ist furchtbar.
Ich, dass die natürlich nicht mehr atmen, ne? Vor allem der Zombie, der mich verfolgt hat, der hat zwei Ladungen abgekriegt, ne? Das war nicht Arsch-Zombie. Ja. Na, guck mal, schon wieder was zum Lesen, Schatz. Ihr freut doch. Essay zu Impfstoff sind. Über die Rolle von Antigen und Adjuvantien in der Impfstoffsynthese. Dr. Nathalie. Nathaniel. Bart. Leitender Forscher Spencer. Für die effizientesten Stoffe sind sowohl ein Antigen als auch ein Adjuvant erforderlich. Das Antigen produziert eine Immunreaktion, während das Adjuvant die Wirkung solcher Reaktionen verstärkt, was zu einer erhöhten Antikörperproduktion führt. Indem man Proben dieser beiden Stoffe kombiniert, kann man eine potente Impfstoffbasis herstellen. Bei diesen grün markierten, da bin ich immer so versucht drauf zu klicken und Wikipedia macht auf. Ja, ja. Indem man diese Impfstoffbasis mit unserer Arbeitungsanlage kann eine größere Menge Impfstoff erstaunlich leicht hergestellt werden. Darüber hinaus führt die Verwendung meiner neuen Bandproben beispiellosen Raten der Antikörperproduktion. So wird eine mehr als tausendfache höhere Antikörperproduktion als traditionelle Stoffe erreicht. Dadurch ist die Arznei nicht nur ein effektiver Impfstoff, sondern kann womöglich auch dazu eingesetzt werden. Mhm, dankeschön. Bitteschön. Alisea, du brauchst einen neuen Rechner. Haben wir dir jetzt schon mehr wie einmal gesagt? So. Deiner klappert schon. Gut, da gibt es wieder was zum Drücken. Ja. Will nicht drücken. Es passieren dann immer irgendwelche komischen Dinge. Ach, guck mal, was ist da unten? Super Zombies oder was? Das sieht aber nicht mehr gut gesund aus. Das sieht auch hundertprozentig dabei raus, ne? Warum haben die eigentlich nie Munition dabei? Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Was haben wir denn hier? Sicherheitsschlüssel entfernt. Hey, ich habe einen USB-Stick bekommen. Ist auch nicht so gefährlich. Ich will da definitiv nicht runter. Aber warte mal, Herr Zombie ist ja noch vor der Tür, ne? Der Zombie hin. Ah. So, da brauchte nur noch einen Schuss. Okay. Gut. Nehmen wir diese Munitionsverschwendung. Ich will keiner aufstehen? Ich nicht? Cool. Geh ich erstmal speichern. Bin immer so ein vorsichtiger Mensch. Immer so super vorsichtig. Ich hab nur keine Lust, alles nochmal zu machen. Dürfte ich den Stick auch bitte mitnehmen? Ich weiß ja nicht, ob noch was kommt. Hallo? Er hatte meine Hand.
Oh nein, nicht diese Blinden, ey. Mist. Das ist mein Stück Fleisch gewesen, was du da angeknabbert hast. Wem solltet ihr euch? Diese Viecher aber auch nicht so ohne weiteres umbringen können, ey. Ja, ich weiß aber nicht, ob da Loot liegt. Das ist das Problem. Und ich muss bestimmt da nochmal hin. Kann ich hier aufs Knöpfchen drücken? Oh ja. Nicht gut. Hand und Knöpfchen? Nicht gut. Definitiv nicht gut. So. Darum bitten, die Waffen, die noch. Verabschiedung. Aber ich glaube, dass diese Waffengenehmigung. Jetzt. Mit sehr hoher Regenerationsfähigkeit ausgestattet. Unser Team nennt diese Exemplare Paleheads. Ihr Vorkommen ist regelmäßig, aber der spezifische Grund dafür muss noch gefunden werden. Durch die erstaunliche Regenerationsrate dieser Paleheads ist es schwierig, sie mit herkömmlichen Waffen zu töten. Im Falle eines Systemausfalls der Anlage wäre unser Waffenarsenal für die Verteidigung nicht ausreichend. Aus diesem Grund bitte ich darum, alle Mitarbeiter in der Abteilung für Versand und Abfertigung mit Waffen mit hoher Feuerkraft auszustatten, die in der Lage sind, Paleheads zu töten. Dadurch wird sichergestellt, dass wir im Notfall die Gefahr schnell eliminieren und sicher evakuieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Manager für Versand und Abfertigung. Bin ich dafür? Ja, und sein Nachname? Also sein Name? Gabrielle Reed. Okay, ich werde es nicht korrigieren. So, mit Typ A. Das sind die Explosiven, ne? Ach, scheiße, die sind so intelligent und kommen rein. Bitte nicht. Geht wieder runter. Geht mit was Giftigem spielen, aber nicht mit mir. Läuft einfach mal so durchs Feuer. Liegen bleiben, Wichser. Oh, meine schöne Betsy-Munition. Als Pistolen-Munition. Noch einen kleinen Scheißer erwischt. Mir schwand Übles. Da musst du wieder irgendwas erledigen. Das mit Muni, die du brauchst. Und dann ist Pustekuchen angesagt. Hey, ich hab Kulturen. Eine Antigenprobe. Die brauche ich definitiv für den Impfstoff. Mensch, Skinners, bleib doch einfach mal tot. Irgendwo habe ich hier die Schnauze voll. Immer stehen die hier wieder auf. Oh. Kurz gucken, habe ich hier noch... Nein, Blut ist fertig. Wunderbar. Bestimmt ein Kampf im Arsch, ne? So wie der am Zucken ist. Ups. Ja, ich schieße ihm gerade wirklich in den Arsch.
Alter, die stecken ein, die Dinger. Und die sind fett am Dampfen. Okay, der Typ ist OP, ey. Aber ich kann mal kurz nachgucken. Wo noch Loot liegt. Ein Pflänzchen. Der Drogenbazar ist eröffnet. Wow. Zweimal Schrot. Yay. Heute ist aber viel zu lesen hier, ne? Ja, furchtbar. Nachricht eines Wissenschaftlers. Passiert. Unser Worst Case ist eingetroffen. Das T-Virus ist gekommen. Dr. Brad hat mir befohlen, riesige Mengen des Impfstoffs. Ich habe eine Kultur des T-Virus. Jetzt muss ich sie nur noch mit einem Adjuvans kombinieren, um die Wirkung zu verstärken. So sollte ich in der Lage sein, genug Impfstoff zu produzieren, um alle überlebenden Bürger zu retten. Die Adjuvanzproben werden im Inkubator vorgelagert. Testpersonen streifen bereits durch die Korridore. Aber ich muss einen Weg finden, an diese Proben zu gelangen. Für den Fall, dass ich nicht zurückkomme, in den Vorgang ab. Versuche, einen Weg zu finden, Ausbruch zu stoppen. Das ist das Mindeste, was wir tun können, nachdem wir diese schrecklichen Ergebnisse in Bewegung gesetzt haben. Dankeschön. Er ist doch so Drogenbazar. Weil so häufig wie die hier Pflanzen finden, die klein zu hacken und zu sich nehmen. Siehste? Drogenbazar erweitert sich. Ich habe die verkehrte Taste hier im Spiel. Ja, besser wie nichts. Ich will dir ja nicht sagen, aber ich habe jetzt. Du hast zwei Granaten bekommen. Da musst du nicht die anderen leeren austauschen mit anderen leeren. Also, das ist irgendwie in diesem Spiel so ein bisschen unlogisch. Aber gut, wir nehmen es einfach mal so hin. Macht ihren Job außerordentlich gut. Wie steht ihre Frau? Nein. Die Stromversorgung sein. Das muss da sein. Bleib liegen. Yay. Erste Hilfe Spray. Erfrischt sogar den Mund. Die ist verdammt kräftig. Ich hab so das doofe Gefühl, die Scheiße fängt jetzt erst an. Ah, ich darf noch ein Knöpfchen vorher drücken. Nee, Hand auflegen. Ja, genau, ich wollte schon immer hier hin. Nicht? Hast du fürs Laufen konzipiert? Mir fehlt ein bisschen Kopf. Du bist einfach nur hässlich. Hui. Sprengstoff passte B. Na. Gott, werden die hier etwa produziert? Hässlich? Mir fehlt so ein bisschen Bauch, als ob da jemand angeknabbert hätte. Hässlich.
Ja, da haben sie definitiv mehr in die Brust reingepumpt wie alles andere. Aha. Anabolika schiefgelaufen? Du bist hässlich. Du bist komisch verformt. Okay. Okay. Spiel erstmal auf Entferne. Ja, der hat nur 5 Speicherungen? Nee. Never ever. Never ever. Nicht hässlich, Hunter? Naja. Naja. Es ist halt scheiße, daraus kannst du nichts mehr machen. Hey, easy, lady. I got you. Who are you? What are you doing? My name's Carlos. And I'm saving you.